Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Sun Garage. Ne, ihr kennt das Auto, habe ich euch letztes Mal vorgestellt. Mir ist gestern was Dummes passiert. Ich war gestern in Bremen einkaufen. Ich habe euch ja gesagt im Video, Auftrittlager macht Geräusche, da muss ich ran. Ja, was ist passiert? Genau an dem Tag, abends in Bremen, ich kriege die Gänge nicht mehr rein. Kommt mal mit, ich zeige euch mal das Problem. Einmal die Haube aufmachen. Seht ihr das Power Aggregat 1 Liter MPI, geile Kiste. Jetzt hört euch das mal an. Aber der Motor glänzt. Der ist hart, ne? Sauer. Sauber. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Autos, hat gerade gehört, was da abgeht. Ausrücklager ist kaputt. Habe ich Mehmet heute losgeschickt. Einmal eine neue Kupplung bitte. Hier haben Sie die neue Kupplung. Ich denke, die Kupplung ist hier nicht das Problem, was kaputt ist, sondern das Ding hier, das Ausrücklager. Der ist wohl durch, denke ich mal, weil der kreischt ja ganz schön rum. Aber Leute, ich bin ja nicht Sun. Ihr wisst, Getriebegott, ich teile das Ding raus, wieder rein. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es, Mehmet? 18 Uhr? 6 Uhr. 6 Uhr, sprich Feierabend, aber... Ich muss die Karre heute fertig bekommen, weil ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Was siehst du hier aus heute? Ich sage ja, er ist fleißig. Wallah, ja. Er ist fleißig. Ja, ne? Also Leute, ihr seht jetzt ein paar Zeitkraftaufnahmen, wie ich das Getriebe auseinanderrupfe. Jetzt! Wo ist dein Ständer? Oh, hier drüben. Aber ganz kurz den Motor, ne? Guck mal, wie sauber der Motor ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel der gelaufen hat, weil der Tacho geht nicht. Ja, läuft gut. Ja, nur du, Motor läuft gut. Und er braucht wenig. Und normal sauber. Ja. Wir haben viel investiert für das Auto, Mori. Da war viel Investition drin. Nochmal hier, Grüße raus an den geilen Kennzeichenhalter hier. Mudikas, danke für Sponsen. Was? Moment, wo? Hä? Wo ist dann meins? Ich habe die welche von dir bekommen. Ja, hinten ist noch einer frei für dich, sonst Mudi. Okay. Aber Motorraum muss was. Der soll doch glänzen. Ja, aber wirklich. Ja, also sieht der gut aus. Definitiv, ja. Ne? Naja. Gehen wir mal ran hier. Aber 1,0 MPI Motoren sind sehr stabil, ne? Mit? Ja, weil ja. 4-Zylinder, ne? Wäre der jetzt ein 3-Zylinder, hätte ich den gar nicht angenommen. Nee, 4-Zylinder ist gut. Aber ja. Hast du mal das 8 mal probiert, ob es aufgeht? Natürlich. Wie? Fährt raus? Ja, gut, Mehmet, du hast das Video noch nicht gesehen. Was davor, Leute, ihr habt das gesehen, ne? Wo ich das CarPlay-Radio eingebaut habe. Da sieht man, dass das Dach richtig geil aufgeht. Ja, das geht. Okay. Aber das Problem ist. Bisschen undicht, ne? Hier. Leider. Hier ist ein Loch. Ja. Hier ist ein Loch. Ja, da muss man mal irgendwie zukleben. Drüben ist ein Loch. Ja, solange es nicht reinregnet, ist alles gut. Ja, ja, aber es funktioniert. Es funktioniert, das ist die Hauptsache. Oh, ihr fragt euch auch ganz bestimmt alleine, wie soll ich das Getriebe hoch runter bekommen? Ich habe hier Hilfe von Ivan. Sein Instagram markiere ich euch unten in der Videobeschreibung. Lasst da gerne auch ein Abo da, weil Leute, er ist seit Tag 1 mit mir. Auf jeden Fall, ich schicke ihn jetzt erstmal zu McDonald's. Dann essen wir erstmal was und dann... Gehen wir weiter Vollgas hier. So Leute, wir bocken das Auto als erstes natürlich mal auf. Nicht. Leute, wisst ihr, was auch der Vorteil daran ist? Jetzt können wir auch direkt eine Bestandsaufnahme haben, machen. Ich habe das Auto zum ersten Mal auf der Bühne. Ja. So Leute, als erstes jetzt natürlich, ne, wie gesagt, hier Batterie, Luftfilter, Motorverkleidung ist ja alles in einem bei dem Auto, abmachen und dann kommen wir auch schon näher ans Getriebe. Ja. Ich habe oben schon mal alles abgemacht. Ich gehe jetzt eben einmal fix was essen und dann geht es hier weiter. Schön gesund ernähren hier. Ne? Ja, wir sehen uns nach der Mittagspause. Ivan hilft mir hier, wir haben die Reifen, abgemacht. Ein bisschen ölfeucht hier, ne? Ja, ist ein bisschen Öl. Geht aber. Cut ist noch hier, das ist auch gut. Reifen sind noch gut. Ja. Ja. Ich gucke mir das Auto gleich nochmal richtig an. Wir machen hier erstmal weiter.
Und ja, hoffen wir, dass wir heute alles fertig bekommen, ne? Einige Zeit später, wir haben unten alles auseinandergenommen, anders hält noch an zwei Schrauben. Ich habe mir so überlegt, ich bin heute zu K.O. Wir bauen das Getriebe heute raus, dann schiebe ich den Wagen raus und mache morgen weiter. Leute, ich bin so K.O. von der Arbeit, weil das Problem ist, mein Bruder ist krank, unser anderer Mitarbeiter hat Urlaub. Sprich, ich und Mehmet sind hier allein, ne? Und Leute, ich bin heute von der Baustelle zu der Baustelle. Zu der Baustelle. Leute, ich kann nicht mehr. So, Leute, wir machen jetzt die Motorbrücke rauf, lösen den letzten Halter. Hier unten, seht ihr das? Da ist noch eine Getriebeschraube und da hinten ist noch eine. Dann ist das Getriebe schon und das ging schneller als gedacht, oder was sagst du dazu? Ja, ging doch schnell. Aber. Vorsicht! Genau, warte mal. Warte, so, jetzt. So, da unten dreht genau und jetzt raus. Das ist ja schon Spielzeug. Boah, Digga, das stinkt aber. Ja. Getriebe, Kupplung ist da. Hört ihr das? Hier, nimm mal das Licht, leuchte mal hier hin. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber du hörst das, ne? Ich höre es. Der malt, der ist hin. Aber da das Getriebe so oder so unten ist, habe ich mir, wie gesagt, direkt einen kompletten Kupplungssatz gekauft. Und abnehmen. Ja, nee, Simmering mache ich so oder so nicht neu. Leute, das ist mein Daily. Ich will hier nicht viel Geld reinstecken. Es reicht schon, wenn er hier eine neue Kupplung bekommt, ne? Und gut ist. Auf jeden Fall, Leute, ich denke, wir beide machen jetzt Feierabend, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich bin so kaputt von dem ganzen Tag, weil, wie gesagt, Leute, ich war hier alleine in der Werkstatt sozusagen. War schon genug Arbeit heute. Reicht schon, dass ich hier bis 8 Uhr in der Werkstatt wieder rumhocke. Naja, ist halt mein eigenes Auto, ne? Wie man sagt es nicht umsonst, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Irgendwie so war das, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns morgen. Dann, wenn es wieder zurück wieder reinkommt. Bis morgen. So, Leute, ein paar Tage später haben wir es hier. Zwei Tage später, weil gestern war ich in Hamburg mit Eddie Motion. Ah, ne? Ah, geht nicht. Auf jeden Fall war ich in Hamburg, deswegen konnte ich das gestern nicht machen. Jetzt bin ich wieder hier. Ich brauche das Auto ja. Was soll's, muss ich halt dran, ne? Aber Leute, ihr habt unter die Kommentare geschrieben, billig, eBay-Tuning, was auch immer. Also wenn ihr Lust habt, dass ich den Lupo tune, ich hatte es jetzt eigentlich nicht vorgehabt, ne, aber... Dank den Kommentaren habe ich echt mit dem Gedanken gespielt, dass wir die Karre ein bisschen aufmotzen. Zum Beispiel, ich zeige euch das. Ihr wisst, den Lupo gibt es ja als GT. Der hat da einen Mittelauspuff, richtig lustig. Und das könnte man ja auch machen, Gewindefahrwerk, ein bisschen tiefer legen, andere Felgen, wie gesagt. Ne? Also es wäre schon lustig. Ich habe auch mich schon ein bisschen schlau gemacht über Teile. Ist nicht teuer, kriegt man alles ran, auch nagelneue Teile. Aber wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es in die Kommentare, aber ihr wisst, wenn die Kupplung erstmal repariert ist, kommt der Nissan erstmal dran. Da ist auch noch vieles dran zu tun, optisch, auch technisch und was auch immer. So Leute, da ist die alte Kupplung. Ich baue die mal eben ganz fix raus, dafür müssen wir, wie gesagt, die Schrauben hier lösen. Dann zeige ich euch einmal, wie die Kupplung aussieht. Knall ich alles schnell rein, weil Leute, ich kann nicht mehr, ich bin immer noch Knockout irgendwie, ich weiß nicht wovon. Anlasser kommen auch mal neu. Sieht sehr neu aus. Naja, ich hau die mal eben ganz schnell raus und dann geht's hier weiter. So Leute, die Kupplung ist draußen. Was ist das dann? Das ist die Kupplung gewesen, oder? So, Spielzeugkupplung, ne? Sag mal, wie ist die Kupplung? Ist die schon runter? Die ist runter. Die hat, ist schon gut runter, ist auch gut. Ich habe eine neue Kupplung. Ist jetzt aber noch nicht komplett tot. Nein, aber ist damit schon gut. Damit kann man noch bis zur Pre-Service. Ja, machen. Aber trotzdem. Aber San, diesmal haben wir eine verstärkte Kupplung. Ja, Leute, hier kommt ein Turbo rein. Newtonmeter-Kupplung. Natürlich nur Spaß. Einfach eine Standardkupplung geholt. Von Blueprint, glaube ich. Yep, von Blueprint habe ich hier eine neue Kupplung. Für die Leute, so sieht eine neue Kupplung aus.
Ihr seht es, da sind richtige Backen noch drauf. Nein, ist es nicht, Jan. Hier ist eine ja, halbtote. Ich sag mal, die ist schon zu 70% runter. Ja, ja, die ist ne? Schon kurz. Aber ist auch egal. Da werfen wir jetzt die neue Kupplung rein und dann das Getriebe rauf. 2000 Jahre später. Auto ist gleich fertig. Circa eine Stunde später. Ich hatte jetzt keine Lust aufzunehmen, weil ich Musik hören wollte. Ich habe leider nur ein Handy. Kupplung ist neu, wie gesagt. Getriebe ist drin. Wir fahren mal runter. Zeige ich euch mal, was noch gemacht werden muss. Ich nehme euch mal eben hier mit. So, wie ihr seht, Batterie muss noch rein. Und die Motorverkleidung. Puh, dann sind wir fertig. Wir sehen uns gleich beim ersten Start. Ich hoffe, dass die Geräusche natürlich weg sind. Bis gleich. So, Leute, wir sind bereit für den Start. Wir gucken mal, ob das Ding läuft. Gut, ohne Motorverkleidung kann ich ja ruhig starten. Das ist ja nicht das Problem. Ja, gucken wir mal, ne? So, das sieht schon mal gut an. Alle Dinge gehen rein. Startet der Wagen auch? Ein bisschen jauen tut es irgendwie noch, aber ich denke, das wird viel besser gehen, weil der schleift sich ja noch ein. Leute, Lupus repariert, geil, 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 was soll ich dazu sagen? So Leute, das war's auch das Ende vom Video. Lupo läuft wieder. Gut, die Motorverkleidung baue ich gleich rauf. Das ist ja egal. Auf jeden Fall hat mich wieder gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wie gesagt, wie gewohnt, Link in der Videobeschreibung zu diesen geilen Duftbäumen. Da seht ihr ihn. MTKS-Shop.de, da haben wir noch mehrere Produkte. Gerne Liebe da lassen. Natürlich auch alle unsere Leute hier abonnieren. Eddie Motion und. Ihr findet alle die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.